jeden Fall, es ist schlimm, ey, wenn du so draußen bist. Die Leute werden wieder so richtig angefickt. Ne? Das ist Wahnsinn, aggressiv, wie gesagt, das ändert sich an. Mit den Masken, die Leute wissen immer, jetzt weiß ich, in Bayern sind sie wieder am Abflug, die Zahlen gehen hoch, dann über 200 wieder 1, 201. Da kann ich doch nicht Sinn hören. Ich meine, die waren alle geimpft. Was haben die denn geimpft? Batteriesäure, ohne Wasser, in der ärmeren die Ballertee. Ja, was ist das alles? Ich verstehe das ja nicht. Ich komme gar nicht dran, ich bin gar nicht drüber. Ja, aber guck mal, impfen wir, aber guck mal, 4 Monate. Leute sind 1, 2, jetzt kommt der Booster. Ah, schön mal Booster holen. Ja, aber wo soll das hinführen? Dann nächstes Jahr, dann wieder, dann immer. Wenn die Leute jetzt jedes Jahr, alle 4 Monate, alle 6 Monate impfen, wenn die zugeballert, zugespritzt, kaputt gespritzt oder kaputt geimpft, keine Ahnung. Keiner weiß, wo dran ist. Was ist das da? Ich meine, das ist eine Gelddruckmaschine. Also schneller kann man die auch nicht verdienen. Also die Impfstoffhersteller lachen dich kaputt, die haben an der Börse, die ballern oder Geld, die können die ja nicht tragen, die haben super Glück, die hängen schon auf der Ecke um. Also von daher ist das richtig knaller. Also ich finde das schon ganz schlimm, dass so eine Hetzjagd gemacht wird auf Ungeimpfte. Das finde ich so schlimm, dass in diesem Land sowas gibt, finde ich ätzend sowas. Nochmal, weißt du, es wird immer von Demokratie und Meinungsfreiheit wird gesagt. Aber man kann die Leute nicht ausspielen. Ohne Impfen, nicht ohne Impfen. Mensch, das soll jeder für sich selber entscheiden. Weißt du, die ganze Scheiße mit der Geschichte und mit dem Kimmich und auch wie sie heißen. Und andere Leute, die was dagegen sagen, die werden direkt von den Medien abgesägt. Weil die Medien konform sind mit der Politik. Verstehst du, die Politik sagt was und die Medien transportieren dann nach außen. So läuft das Spielchen. Und nicht anders. Also da so, aber so jeder nicht. Nochmal, muss jeder für sich selber entscheiden. Und nicht, dass hier so eine Montgomery, weißt du, der Flachland-Tiroler, der hätte noch im Kopf, der Typ. Der hätte, wahrscheinlich zu viel gerohnt, hätte er. Sagt er, ja, wir müssen jetzt die Umimpften, das muss und die gefährden alles. Der hätte eine Macke, hätte man. Der spinnt doch. Der hätte einen Kopfschuss. Wie kann sowas sehen? Also, wenn es so weit kommt, dann knallt es. Ist einfach so. Also brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist die Spaltung, die ist schon schlimm genug, dass die Gesellschaft gespaltet wird dadurch. Aber das ist grausam, das darf nicht sein in dem Land. Wir haben Grundgesetze. Hallo, guck mal, was da drin steht. Der Adenauer hätte schon was dabei gedacht. Das ist ja wie ein Kommunismus, das ist schlimmer wie in der DDR. Man muss sich das mal reinziehen. Die haben mir gesagt, DDR, guck mal, was hier los ist. Ist genau das Gleiche. Du musst sagen, ja, ich will was zu essen. Ja, sind sie genesen? Sind sie geimpft? Ja, hör mal, bist du Arzt? Der Bäcker. Bist du Arzt? Der sind sie Doktor? Und dann noch der Allerschlimmste dran, der Geimpfte. Der kann den Virus transportieren, ohne dass was hätte. Der ist ja noch schlimmer. Der ist verseucht. Die Leute, die sich impfen lassen, die sind verseucht. Die kriegen das, die Sprit und die tun dann alles schön besprühen. Alles schön. Die haben dann super, das sind die Superspreader. So, da darf man sich mal überlegen. Die sind die Schlimmsten. Dass die vielleicht nicht auf die Intensivstation gehen. Macht ja sein. Aber lass mal ehrlich sein, Vorerkrankte und weiß ich, Leute, die älter sind, wie wird ja alles um Corona geschoben. Alles ist ja was. Wenn du Hunger hast, kriegst du nichts wieder um Corona oder weiß ich was. Die sind Matsch, das sind alles Matschbirne. Ist einfach so. Jetzt tun wir uns was Schönes reden, Hans-Helle. Ich habe mal Wetten, das angehört. Ne? Ja, und der Löckchen. Der Blöntchen war wieder da, der Thomas. Ja. Das war schon schön gewesen. Also muss schon sagen. Man muss sagen, ein Chapeau hat dafür gesprochen. Der hat den einen Chapeau geholt, das war ja Weltklasse. Ja, also die muss er erstmal wieder kriegen in dem Alter. Der ist ja auch schon, ich meine, der ist auch ein bisschen, ich meine schon, der muss auch ein bisschen helfen, er verhieß. Und ne, der Frank Elzer, der hat sich auch gelöst, der ist Demenz. Ne? Ja, naja, der hat ja, da konntest du schon wieder ein Klatschen von, ne? Der hat ja so manchmal eine Verbindung. Das schon mal, das sind für mich Dogmen, das sind Dogmeister. Ja. Ob das nur Thomas Gottschalk ist, ob das der Frank Elzer ist, das sind wahre Dogmas. Wenn du überlegst, die haben da von der Pike auf gelernt. Die haben beim Radio angefangen und dann sind sie entfernt. Und nicht wie Hügel, die Mickey Mouse Vögel oder weißt du. Das sind ja alles Kompase, die Hügelspieler. RTL 2 oder RTL. Ich bin einfach ein Schauspieler. Ja, das sind Schauspieler. Ich will in Hollywood anfangen. Ja, und dann ist das ganze Problem daran. Ich fand das klasse. Man darf es nicht so oft wiederholen. Dann ist der Luft schneller raus. Also ich bin dafür, wenn wir das immer im Monat machen. Einmal im Monat. So eine Sendung. Mit dem Tommy, Weltklasse. Der hat das immer noch drauf. Man muss Respekt zollen für den Mann, für den Alter, der gibt ja nichts. Der ist auch schon mal, der ist schon mal renoviert worden, glücklich, ne? Mehrfach hin und wieder, der hat ein großes Update gemacht, ne? All inclusive. Aber trotz allem, er kann es sich erlauben, ich finde das gut. Also, ich
habe mich da so ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Aber oh, ich fand das wirklich gut. Also, das war mal Fernsehen zum Gucken, nicht für Fernsehen für Doofe. Sonst, wenn die scheiß Fernsehen nur für Doofe, für Minderbemittelte, weißt du, diese Drister, aber das alles süß. Darfst du ja angucken, die Scheiße. Weißt du, ja, ballern ein Bier. Das sind alles Mitläufer. Die machen alles neu, die haben ja keinen eigenen Geschmack. Die haben ja, die müssen dann aufschreiben, die haben ja keinen eigenen. Die kommen auf eigene Ideen, die machen alles nach, da wird alles imitiert, der eine mit dem anderen auch, der Frisur, der Mode, der eine, ja, die haben keine eigenen Ideen, ganz einfach. So, das ist also Fernsehen, kannst du heutzutage, was da drumherum ist, eine Pfeife rauchen. Deswegen finde ich, das war echt, das war der Knaller. Aber wir dürfen doch nicht übertreiben. Nee. Mit ZDF, ja, die sind ja jetzt, glaube ich, beraten, hoffentlich machen sie diesmal richtig. Nicht so oft, sondern einmal im Monat, das wäre mir gefurcht, dass ich das machen kann. Schön, mit guten Gästen. Guck mal, wir waren da und der Superstar. Ja. Ich weiß nicht, ich hab's nicht geguckt, also, wer war da? Ja, Helene Fischer, ja, der Weltklasse. Da war der allergrößte. Da war ich mich schon 100 Mal verliebt dran. Ich bin mir ganz faul. Ja, allein schon das Konto von dir. Nee, und ja, und dann muss noch unser Statement machen. Wir haben ja wieder so einen Schwertkämpfer gehabt, ne? Im ICE, auch wieder auf dem Bayern. Was soll ich dazu sagen? Und wenn ich dann die Argumentation höre wieder von der Schmier, von der Kavallerie, verstehst du? Oder hier vom Politiker, der war psychisch krank, der hat Wahnvorstellungen. Ja, die haben alle Wahnvorstellungen, die Leute. Die haben uns so beschworen. Die haben alle Wahnvorstellungen durch Corona. Die sind alle, ich sag mal, für jeden Pakt und Messer so schwer. So, der ist ein Freikommt hier nach Deutschland, ist schon seit 2014, glaube ich, hier. Also was hätte er für Wahnvorstellungen? Er hätte aber lange gebraucht für die Wahnvorstellungen, ne? Die sind spät gekommen. Genau, das ist das, verstehst du? Wenn ich das alles andere mit ausgeräumt, ne, der hat Wahnvorstellungen. Das haben sie mit dem letzten Mal auch gehabt. War ja schon mal gewesen mit der S-Bahn. Auch ein Schwertkämpfer. Auch Wahnvorstellungen. Die haben alle Wahnvorstellungen. Wenn ich das gemacht hätte, du und andere, wir hätten die Schlüssel weggeschmissen. Wir haben ja so klar so rausgekommen. Hätten sie direkt gesagt, weiß ich, du kennst die Keule ja, ne? Ja. Querdenker, Rassist, Schwörungstheoretiker, alles so eine Scheiße. Ja, und dann so was. Der tut wieder um die, das ja nicht, ne? Weil er von Merkel gesagt hat, ja, wir haben es geschafft, ne? Ja, was hätte die A nicht geschafft? Hätte die A nicht geschafft. Ja. Jetzt sind sie wieder am Kummel, doch Belarus. Die Ecke, guck, das ist der Eck, schmiert der Typ, der das Mädchen, der Präsident, der ist ja der Knaller, der hat den ja frei Flüge gegeben, ne? Die haben die in der Türkei holen, kriegen den Flug umsonst, von der Türkei, jetzt kommen die nach Belarus und der schickt die nach Polen, die Polen schicken die nach Deutschland. Das hat alle geholt, was willst du mehr? Das ist all inclusive, das ist schlimmer wie der Kompass, das ist einmalig. Ja, du musst ja das mal reinziehen, keiner weiß, wie ich rüberkomme. So, da bist du Kontrolle an der Grenze, haben wir denselben Driss wieder, denselben Scheiß haben wir wieder. Wird aber nicht drüber geredet und werden sagen, ja, sind sie wieder da mit Kindern? Nee, sind nicht immer nur Kinder. Die sollen endlich mal, wie sieht man das schön, wenn sie Fernsehen machen und wenn sie berichten, dann sollen sie wirklich die Tatsache, wie es wirklich ist, Reality, und nicht uns diese Scheiße da erzählen. Das musst du dir mal vorstellen. Also, ich kenne da jemanden, so, MDR, so, der wollte da richtig drüber berichten, wie es wirklich ist, weil da der Front los ist. Ja, Dreckverbot in die Kirche, der darf da nicht drüber berichten, er soll da nicht drüber berichten. Hat Dreck entzogen, Kirchenwoche und so. Die Leute werden ja direkt arbeitslos. Die drohen, dann ist ja der nähe Druckmittel. Denk dran, ansonsten ganze Jahr, Hesse gehen Arbeit mit nichts mehr. Aber die sollen mal auch nicht so dumm, was wir für toll Land sind. Das ist noch schlimmer wie der Kommunismus, der Scheiße geht. So. Das ist die Wahrheit. Nur da berichtet keiner drüber. Weil der Angst um ihren Job, weil es um Geld geht, geht um Macht, um Verlogenheit, um Driss verzählt, um die ganze Scheiße geht. Das ist nämlich der Punkt. Die Wahrheit will ja keiner wissen, ob es. Hey, du in Belarus ist, ob das hier ist mit den Flüchtlingen, wie das jetzt alles läuft. Ja, nichts. Die Leute werden immer noch für blöd verkauft, die werden immer noch belogen, immer noch für doof verkauft und. Geht immer weiter. Es geht weiter wie bisher. Punkt. Egal von wem, von der Politik, von den Medien, von jedem. Und die lassen sich alle fallen. Manchmal ist die Viertel, die haben alle Brett vom Kopf. Gut. Ich nehme an, die haben Dusche ohne Wasser. Ja, ich weiß es doch nicht. Das ist schon eine kranke Sache. Statt die zusammenhalten. Und mal sagen, so jetzt reicht es uns, wir lassen das, nee, das geht immer wieder. Der hätte jetzt zu sagen, der. Das ist, also normalerweise kann ich die Leute verstehen, ne, die Selbstständigen, die viel Geld verdienen, da gehöre ich zwar nicht zu, aber ich kann die Leute verstehen. So, die werden gefickt von vorne bis hinten, müssen Steuern zahlen, bis der Arzt geht und. Dass die abhauen, kann ich verstehen. Wenn der Geld hat, was will der dann hier? Mit Geld ist in jedem Land schön. Egal wo. Kannst du fahren, wo du willst. Und du kannst jede Sprache mit Geld. Kannst du jede Sprache. Muss ja nicht. Ich habe Geld in der Tasche, kann alles. Kann Englisch und keine Ahnung, wie die ganze Scheiße. Kannst jede Sprache kann und jeder versteht dich. Brauchst du nicht hier zu sein. Ich weiß ja nicht, was hier so toll ist. Ne? Der Einzige, der wahrscheinlich
für die Leute, wo toll ist. Ich sage jetzt mal, was ich nicht verkehrt finde, hätte Adenauer sich mal da, Menschen, die mittellos sind so, oder arbeitslos werden. Dafür ist das ja gedacht. Hier könnte jeder hin und will Geld und kriegt Geld für nichts tun. Haben noch nie was für das Land getan und kriegen Geld in den Arsch geschoben und machen noch andere Dinge und. Das ist die Wahrheit. So läuft es hier. Ende. Ja, ist doch schlimm. Ist doch frustrierend für jeden, der arbeitet hier. Der arbeitet hier, Steuern zahlt, auch wenn er irgendwie arbeitslos ist. Der hat aber für das Land mal was getan. Selbst der Hartz-IV-Empfänger hat für das Land was getan. Ende. Das ist ein Gesetz. So. Da haben, wenn die Hartz-IV, die können dafür, wenn die Firma Zohomag, Pleite Mag oder Russisch Messe will, können die Leute dafür. Ende. Also ich würde mal sagen, die Tendenz, wenn man hier so sieht, wird das noch schlimmer. Dass ich, dieses Egomann-Denken, ich, der Kuchen wird kleiner, habe ich so das Gefühl. Es links und rechts, es wird denunziert ohne Ende, es wird verraten und versucht den anderen anzuscheißen. Ja, das ist arbeitsmäßig, privat, ist, dieser Zusammenhalt ist nicht mehr. Die Schere geht immer weiter auseinander. Ja? Also die Geld haben, die kriegen noch mehr Geld, die werden zuschießen mit Geld. Und die sowieso nicht viel haben, müssen immer mehr bezahlen. Nochmal, die Leute, die viel Geld verdienen, viel, ich spreche von viel, ich spreche nicht vom Mittelstand, so, die richtig viel Geld verdienen, die mit Bitcoins machen, die ganzen Geschichten. Hier unsere Impfhersteller, hör uns, wir zahlen keine Mark Steuern hier. Guck doch mal, der Elon Musk und Elon Musk, ja, der hat den richtigen Namen, Elon Musk, treffen mit der Ende. So, du musst dir vorstellen, der hat Bitcoin, der bezahlt keine Mark Steuern. Nee. Ne? Oder Zalando, oder keine Ahnung, wie die ganze Körper heißen. Das ganze so. Und die kleinen Putzfrau muss Steuern zahlen. Jeder muss das machen. Wenn du irgendwo hingehst, stell dich an, ob 100, ob 400 Euro und. Was ist die Armut, die Altersarmut ist vorprogrammiert. Alles gut, wird alles so kommen. Aber ich habe das Gefühl, ich könnte jeden Tag schon und jeden Tag das Gleiche erzählen und es kommt. Und wenn es gut, ja, dann sind da am Blöcke, gehen wir blöd mit dir. Das ist die Wahl. Der Wanderer, man sieht, weil sag ich schon, wenn der Deutsche auf die Straße geht, sagt, der Deutsche auf die Straße, der ist so wie ein Boot. Wenn es dem an eigenes Geld geht, an sein Geld, wenn er nichts mehr zu fressen hat, wenn das Licht ausgeht, der Strom nicht mehr da ist und wenn er mit dem Auto nicht mehr fahren kann. Die Tankstellen werden ja teilweise zu Finanzämtern umdeklariert. Ne? Ist ja ganz klar, die hießen um nichts anderes. Shell verkleinert seine Flotte, Tankstellen wird verkleinert, die werden sich alle umgucken. Und mit dieser Elektroscheiße, kannst du in der Tonne kloppen. Ne? Das ist ja die größte Drüssel, die geht. Das ist die größte, das ist, diese Elektro ist die größte Umweltlüge, die je gab, bis heute. Hundertprozentig. Und fahren die Elektro. Keiner mit Elektrofahrer. Keiner. Ich hätte eine Umweltbilanz 7.000, 8.000 Kilometer. Also so ein Elektrofahrzeug hat dieselbe Umweltbilanz, als wenn du ein Auto hast, normaler Verbrennungsmotor, Diesel so, und fährst mit dem 280.000 Kilometer. Hat dieselbe Bilanz. Wir sprechen aber hier von einem Elektrofahrzeug, wo ich gesagt habe, umweltfreundlich. Ja. Weißt du, wie viel im Ausland in Wälder kaputt gemacht wird, damit die diese Scheiße machen können, dieses Delizium, Kinderarbeit, die Leute werden da drangsaliert, die werden da ausgebeutet. Da spricht kein Solo. Hauptsache, wir können diese Scheiße fahren. Das ist eine Bombe, ist das. Der größte Trist, die möchte man lieber eine Straßenbahn kaufen. Verstehst du? Wir müssen Hochleitungen fahren und dann ja. Müssen wir die Straßenbahn durch die Alm mitnehmen. Ja, was ist das für eine Scheiße? Das nochmal, so eine Umweltlüge, dass die Leute das überhaupt glauben. Und der Strom wird erzeugt, so verwindet jemand nicht. Die Kernkraftwerke haben da auch viel Schaff, Kohlekraftwerke so. Und im Endeffekt wissen die so, Strombruch in die Lücke. So, also, du musst den Strom so teuer machen, da kannst du auch danke, wie Gott danke, hier mit dem Verbrennen kannst du weiterfahren. Ende. Der Strom ist im nächsten Jahr so teuer wie der Sprit. Oder du steckst, das Güte ist gut, der Saft gut, das ist alles das Gleiche. Nee, wenn ich halt alles höre, die ganze Lügerei mit der Umwelt, die ganze Scheiße. Klar muss man was machen, ja, keine Frage. Aber dann soll man ehrlich sein, da soll man den Botzen runterlassen, die Kreta oder wie sich der Brusche Kreta ja nicht für, der kleine Kind da, für die Umwelt. Ja, die Brennstoffzellen, Wasserstoff, so, das sind so, wo man sagen kann, weißt du, du hast Wasserstoff, du kannst da tanken mit, dann gehst du, ja, da verdient der Staat aber nicht genug dran. Verstehst du, es geht um Geld, der Staat will ja kassieren, der will die Leute hier abzocken, abziehen. So, also Brennstoffzelle haben sie nicht zu gehen, Wasserstoff auch nicht, machen wir Elektro. Die sind sie drauf uns angewiesen, kriegen sie von uns den Strom, vom Staat. Ne? RWE lässt grüßen und weiß ich was. Das ist ja alles das gleiche Konsortium. Da kannst du hier, ja, Wasser, ich könnte für muss Wasser tanken, will er ja keine. Die Technik will er ja keine haben. So, und dann muss man da sagen, dann geht dann so eine Schuld hin, unser noch Finanzminister, der neue Bundeskanzler werden sollte. Der holt sich uns gerade unser Auto für seine Flotte von 650 PS. Super, das ist ja super CO2, super Umwelt, der tut ja was für die Umwelt ohne Ende. Mit 650 PS, will der mit Pflege oder was?
Was will der Fahrer? So, das alleine das, du kannst den Menschen dazu nicht mehr verkaufen, das geht doch ja nicht, was läuft denn so? So, oder fliegen mit den Flugzeugen. Ich habe gehört, die 10% der reichsten Leute sind die kurzen CO2-Hersteller. Verblasen kurze Fliege, fliegen dahin mit einer Flotte von 6 bei Autos, es sei denn, die jünger. Aber die gilt für alle, nicht nur für die, die gilt auch für uns. Für die Kleinen wie für die Großen, so einfach ist das. Ja. Kann dann nicht nur für uns gelten, für Leute, die Klepomanie haben, die haben nicht mehr Rechte wie mir, die scheißen aus dem selben Loch. Ich habe Wochenende wieder so ein richtiges, kleines Erlebnis. Ja, du, das ist schon. Das ist ja heutzutage selten, wenn man dazu, wenn man schon so gelesen hat, ist schon also die Küchenplatte oder was da alles. Kannst du schön und jeder auch so kannst du Finger so machen, schön über 10 Antworten. Da war dann alle Kreuze. Aber da zeige ich schon nächstes Mal.